Wir mal wieder einen besonderen Gaming-PC von MIFCOM ins Testlabor bekommen. Was der kann, zeigen wir euch in diesem Video. Hinter uns steht ein Gaming-PC im Wert von knapp 2.800 Euro. Hierbei handelt es sich um einen von Nvidia und vom Spieleentwickler Respawn und Electronic Arts offiziell lizenzierten Titanfall 2 PC. Ihr habt richtig gehört, dieser PC wurde zu Ehren von Titanfall 2 im MIFCOM Shop zusammengebaut. Hierbei handelt es sich um das Top-Modell mit der Modellbezeichnung Platin und man kann ja schon sehen, optisch ist das Ding auch richtig gut gelungen. MIFCOM verwendet hier das InWin-Gehäuse 303 und das besteht komplett aus Aluminium und hat im Inneren auch noch eine Unterteilung. Das heißt, das Netzteil sitzt oben im Gehäuse drin und ist vom restlichen Bereich komplett abgetrennt. Wir haben eine Echtglasscheibe, die ist auch noch mit den Logos der Hersteller, also unter anderem von Nvidia, Electronic Arts, Respawn und natürlich mit dem Titanfall-Schriftzug graviert. Also das ist eine richtige Gravierung und kein Aufkleber oder so etwas. Und wir haben natürlich auch eine stimmige Beleuchtung, blaue LED-Lichtstreifen, wir haben blau beleuchtete Lüfter und wir haben weiß gesleevte Kabel, denn auch das Aluminiumgehäuse ist in weiß gehalten und deswegen ist es optisch wirklich ein richtiger Hingucker. Für Gamer natürlich mehr interessant sind die inneren Werte dieses PCs. Als Prozessor kommt hier der Intel Core i7-6700K zum Einsatz. Ein Vierkerner, der in dieser Version mit bis zu 4,2 GHz läuft, also ein bisschen übertaktet. Klar, geht auch einfacher, denn am K im Modellnamen bemerkt ihr, der Multiplikator ist entsperrt und somit ist auch ein einfaches Übertakten möglich. Wir haben Arbeitsspeicher insgesamt 32 GB verteilt auf 4 weiß beleuchtete Module. Die stammen von der Marke Clef und entstammen der Krass-Serie. Wir haben dann außerdem noch 500 GB M.2 SSD-Speicher und wir haben eine 2 TB große HDD, um dann dort beispielsweise noch weitere Datensammlungen abzulegen. Außerdem natürlich die Grafikkarte, extrem wichtig für Gamer. Wir haben hier die EVGA GeForce GTX 1080 SC Gaming. Die verfügt unter anderem über eine semi-passive Kühlung. Das heißt, wenn der PC wirklich nur wenig ausgelastet ist, wie jetzt zum Beispiel, wo wir hier nur auf dem Desktop uns befinden, stehen die Lüfter komplett still und verursachen somit überhaupt keine Geräusche. Und ihr habt sicher schon bemerkt, der PC verfügt über eine All-in-One-Wasserkühlung, die ist wartungsfrei und stammt von Corsair. Genauer gesagt handelt es sich um das Modell H100i V2. Die arbeitet mit einem 240 mm großen Radiator und hat drauf 220 mm große Lüfter, um natürlich die Wärme abzuleiten. MIFCOM verspricht, dass Titanfall 2 auf diesem PC in Ultra HD mit mindestens 60 Bilder pro Sekunde läuft. Das prüfen wir jetzt natürlich, aber wir beschränken uns nicht nur auf Titanfall 2, sondern auf einen weiteren Top-Titel, Watch Dogs 2. Wir gucken uns das mal nacheinander an und ich zeige euch dann erstmal, welche Grafikeinstellungen wir verwenden, natürlich die maximalen, denn wir wollen das Ding ja auf die Probe stellen und dann könnt ihr links oben die Bildrate sehen. Aber wir würden jetzt sagen, rein ins Spiel. So, ich habe Titanfall 2 gestartet. Wer das Spiel nicht kennt, nur mal kurz als kleines Resümee. Man ist ein Pilot eines sogenannten Titans. Da sitzt auch eine gewisse künstliche Intelligenz in diesem Titan, also ist ein Mech eigentlich, wenn man so will. Und da hockt man sich als menschlicher Pilot einfach rein und steuert den dann, kämpft natürlich auch unter anderem gegen andere Titans. Und wie gesagt, Titanfall 2 ist der neueste Teil natürlich, der aktuelle. Und wir befinden uns jetzt hier direkt im Grafikoptionen-Menü. Ihr könnt sehen, wir spielen auf 3840x2160, denn MIFCOM behauptet ja, hier, dieses Game wird auf jeden Fall mit 60 Bildern pro Sekunde laufen. Links oben im Übrigen seht ihr die Bildrate in Echtzeit. V-Sync, also die vertikale Synchronisation, haben wir deaktiviert, damit wir eben nicht gecapped werden auf 60 FPS. Und ihr könnt sehen, die restlichen Einstellungen, die sind alle auf dem maximalen Stand. Also hier bei der Texturenqualität sind wir auf Wahnsinn, also die höchste Stufe, die das Spiel bietet. Und auch ansonsten sind alle Details auf dem Maximum. Man kann zum Beispiel jetzt hier, wenn man jetzt einstellen möchte, es macht ja den Eindruck, als würde es hier weitergehen, aber
ist nicht so. Es geht direkt auf niedrig weiter. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt in die Mission. Wir sind relativ am Anfang und wir haben hier sehr viele Spieler auf der Karte. Also das ist die Singleplayer-Mission. Wir haben einmal die Gegner, die uns attackieren. Und ich rücke mit meinen Leuten dagegen vor. Und ziemliche heftige Szene, viel Explosionen, Flammen und natürlich viel KI unterwegs auf der Map. Und schaut es euch einfach mal an. Los geht's. Genau, wir versuchen uns da jetzt durchzukämpfen. Und links oben könnt ihr sehen, wir haben bei diesen Grafikeinstellungen, ja, und bei dieser Auflösung, wir spielen in Ultra HD immer noch, haben wir 60 Bilder, über 60 Bilder pro Sekunde teilweise, natürlich je nach Auslastung. Und auch vom Detailgrad her ist es richtig, richtig cool. Aber ich würde sagen, ich lasse euch einfach mal ein bisschen Zeit und zock einfach mal eine Runde. Ich habe Ihre Position. Bin unterwegs. So, jetzt denke ich, dürft auch ein Titan kommen. Habt ihr gesehen? Der räumt jetzt natürlich mal ein bisschen auf. Aber das ist ein feindlicher Titan. Jetzt, genau. Weil jetzt kommt nämlich mein Captain und packt ihn sich. Links oben immer schön die Framezahl im Auge behalten. 60 Bilder pro Sekunde. Stimmt, ich glaube... Ich tue jetzt mal meine Wunden auskurieren lassen. Und ich kann jetzt MIFCOM definitiv recht geben. Titanfall 2 in Ultra HD mit 60 FPS funktioniert einwandfrei. Wie ich ja schon angekündigt hatte, schauen wir auch mal, wie der PC sich in Watch Dogs 2 schlägt. Das ist auch erst vor kurzem rausgekommen. Und wie gewohnt, vorher erst einmal die Grafikeinstellungen, die wir verwenden. Hier die Qualität ist komplett auf Ultra gestellt. Also wir haben hier die Voreinstellungen des Menüs eben genommen. Ihr könnt hier euch selbst davon überzeugen. Als nächstes natürlich auch hier wieder die Auflösung 3840x2160 Pixel, vertikale Synchronisation deaktiviert. Rechts oben kann man auch schon sehen, da wird schon ordentlich VRAM gezogen, 6134 Megabyte von 8144. Ja, belegt schon sehr, sehr viel Speicher. Aber wir müssen auch sagen, wir haben auch die hochauflösenden Texturen zusätzlich dazu installiert, die es ja bei der Installation zur Auswahl gibt. Die haben wir auch mit runtergeladen, damit wir hier auch eine richtig bombastische Grafik haben. Aber ich gehe jetzt mal direkt ins Spiel und links oben könnt ihr sehen, 30 Bilder pro Sekunde ist jetzt natürlich nicht so geil. Ich steig mal schnell in den Wagen, damit wir auch mal ein bisschen mehr Rechenlast fordern. Links oben könnt ihr sehen, 25 Bilder pro Sekunde ist jetzt natürlich nicht beeindruckend. Ja, wir haben hier schon eine sehr leistungsfähige Ausstattung beim PC. Man muss natürlich auch zugeben, ist eine offene Spielwelt, also ist eine viel größere Spielwelt als jetzt bei Titanfall 2. Aber man merkt hier deutlich den Unterschied, 30 FPS, 60 FPS ist einfach sichtbar und hier knickt der PC definitiv ein. Eine andere gute Frage ist natürlich auch der Stromverbrauch. Wie steht's denn darum? Weil viele Leute denken sich ja, so ein 4K-Gaming-PC verbraucht extrem viel Strom. Aber wenn wir jetzt runtergucken auf unseren Strommesser, der misst die Gesamtleistungsaufnahme dieses Gaming-PCs von MIFCOM und da sind wir bei rund 280 Watt. Gut, das ist natürlich definitiv nicht zu vernachlässigen, aber für die gezeigte Leistung, die wir haben, für die verbauten Komponenten, ist der Stromverbrauch definitiv akzeptabel und nicht zu hoch. Natürlich kommt bei unseren Tests auch ein synthetischer Benchmark zum Einsatz, natürlich 3D Mark, aber wir benutzen den Firestrike in der Ultra-Variante, denn dieser PC wird von MIFCOM ja als 4K-Gaming-PC verkauft. Wir kommen hier auf ein Ergebnis von 5104 Punkten. Klingt jetzt im ersten Moment wenig, aber euch muss ja natürlich bewusst sein, wir sind hier beim aufwendigsten Benchmark, den 3D Mark,
bzw. Future-Marktentwickler aktuell zu bieten hat. Wir vergleichen das Ergebnis auch mal online, damit wir hier einen gewissen Bezug bekommen, damit wir das Ergebnis einordnen können. Und man kann hier sehen, 3D-Mark ordnet die 5104 Punkte folgendermaßen ein. Dieses Ergebnis ist besser als 65% aller bisher eingereichten Ergebnisse, also weltweit. Ich würde sagen, ist eine sehr respektable Leistung und zeigt auch, dass der PC deutlich Gaming-Leistung auf dem Kasten hat. Kommen wir zum Fazit. Der MIFCOM Platin PC in der Titanfall Special Edition hält im ersten Moment, was er verspricht. MIFCOM verspricht euch, dieser PC kann Titanfall 2 in Ultra HD mit 60 FPS wiedergeben. Das kann er definitiv, habt ihr auch eben im Video gesehen, klappt einwandfrei. Nur bei anderen aufwendigen Spielen, wie jetzt Watch Dogs 2 mit so einer riesigen Spielwelt, da knickt der PC tatsächlich ein. Wir haben eine Bildrate von ungefähr 30 Bildern pro Sekunde gehabt. Ist natürlich für PC-Spieler nicht ausreichend. Fairerweise muss man natürlich sagen, wir haben ja auch bei Watch Dogs 2 die Maximaleinstellung verwendet. Da war auch zum Beispiel die Kantenglättung aktiviert. Wenn ihr ein paar Details runterschraubt, dann bekommt ihr natürlich viel flüssigere Bildraten und dann ist das Spiel auch wirklich richtig schön spielbar. Allerdings hätten wir zum Preis von knapp 2800 Euro schon erwartet, dass der PC sich auch in anderen Spielen richtig gut schlägt. Weiterhin aber positiv zu erwähnen ist auf jeden Fall die Optik. Das Ding ist richtig, richtig geil geworden. Definitiv ein Hingucker. Die Jungs bei MIFCOM haben hier wirklich eine sehr gute Arbeit geleistet. Wirklich stimmiges Design und auch wirklich ein PC, wo man vorbeiläuft und den man sich aber dann, wo man wirklich stehen bleibt und sich nochmal anguckt, da kann man wirklich nicht meckern. Klar, man bezahlt ja auch fast 2800 Euro, da erwartet man sowas dann aber auch schon. Auch in Sachen Betriebsgeräusch macht der PC eine gute Figur. Wir konnten jetzt während unserer Testläufe nicht feststellen, dass der PC irgendwie nervig rauscht. Wie gesagt, der PC steht hier auf dem Tisch direkt praktisch neben dem Ohr, aber ich hatte jetzt irgendwie nie das Gefühl, dass der PC zu laut wird oder einfach rauscht. Überhaupt nichts. Und auch beim Stromverbrauch hält sich der PC angenehm zurück für die gezeigte Leistung. Rund 280 Watt. Natürlich ist jetzt auch nicht mega wenig, aber auch nicht viel zu viel. Auf jeden Fall sehr ausbalanciert bei der gezeigten Leistung. Größter Negativpunkt nach wie vor ist natürlich der Preis. In dieser Konfiguration kostet der Platin PC rund 2777 Euro, ganz genau. Und in der Basisversion, da sind statt 32 GB nur 16 GB Speicher drin. Da kostet der 2619 Euro, wenn ich mich recht erinnere. Ist natürlich richtig, richtig viel Geld. Da hilft auch die geile Optik nichts und die gute Gaming-Leistung. PC-Selbstbastler kommen hier natürlich viel, viel günstiger weg. Man muss fairerweise natürlich noch dazu sagen, MIFCOM gewährt euch auf dem PC 3 Jahre Vor-Ort-Service. Das heißt, wenn irgendwas mal kaputt geht oder so, wird MIFCOM den PC bei euch abholen lassen und wird den PC wahrscheinlich so schnell wie möglich reparieren und wieder zu euch zurückschicken. Und ihr habt irgendwie auch eine lebenslange Support-Abteilung, also praktisch eine Hotline, wo ihr auch nach Ablauf der Garantiezeit anrufen könnt, um euch Hilfe zu eurem PC zu holen. Jetzt interessiert mich natürlich, was haltet ihr von dem PC? Ist das Ding einfach viel, viel zu teuer oder würdet ihr sagen, ja, den würde ich mir kaufen für den Preis? Schreibt es in die Kommentare und klickt auch rein bei unseren nächsten Videos. Ich würde mich darüber freuen. Bis dahin, macht's gut.